Hallo, meine lieben Heimwerkerinnen und Heimwerker. Ich begrüße euch zu einem weiteren Projekt. Das weitere Projekt beinhaltet zwei Projekte. Ich versuche, beide Projekte in diesem Video hier unterzubringen. Tut mir leid, wenn es etwas länger ist als 15 Minuten, aber ich denke mal, das lohnt sich. Also bleibt dran. Ja, die Rede von meinem Projekt ist mein Logo, welches ich jetzt beleuchtet habe und unter anderem mit einer Uhr, die eben halt das Datum anzeigt, die Temperatur und logischerweise auch die Uhrzeit. Dann haben wir noch das, was er jetzt anzeigt, das Intervall, wie lange er durchschalten soll, beziehungsweise der Zeitintervall, wie lange es dauern soll, bis er zum nächsten überspringt. Ja, für die, die meinen Werkstattvlog schon in der Vergangenheit so ein bisschen beobachtet haben, die kennen ja diese Uhr und wie man hört, macht die ganz schön Rabatz, vor allen Dingen dann, wenn sie an der Wand hängt, überträgt das ganz schön und kann einen schon stören. Außerdem hat mir das nicht so ganz gefallen. Es ist eben halt so, wenn man mit einem Dremel etwas graviert in der Oberfläche, man kann einen Dremel nie so ruhig halten wie eine CNC-Maschine. Und von daher sieht das auch recht unsauber aus, ungleichmäßig. Und mir hat die Uhr sowieso nicht so richtig gefallen. Und von daher wollte ich jetzt sowas haben. Und wie ich das Ganze gebaut habe, kommt in wenigen Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Im Großen und Ganzen, das wird die Rückwand. Seitenteile haben wir ja schon. Das ist die Vorderansicht. Das Ganze oben drauf. Rückwand hinten dran. Bisschen Beleuchtung reinfeuern. Ja, wenn das alles mal so einfach wäre. Denn es soll ja noch das Logo rein. Das will ich auf jeden Fall vorher noch aussägen, glaube ich. Ich glaube, das muss vorher raus. Was meint ihr? Auf jeden Fall, ne? Das muss doch bei dem Logo raus. Die Rückwand, die will ich noch lackieren. Ja. Irgendwie so. Sieht momentan noch nach nichts aus. Und ich befürchte, das sieht auch am Ende nach nichts aus. Ich habe ja die Rückwand schon mal so ein bisschen lackiert, mittlerweile schon das zweite Mal. Ich werde die jetzt noch ein bisschen abschleifen und dann ein drittes Mal lackieren. Ja, während jetzt die Rückwand trocknet,
werde ich mal schauen, ob das alles jetzt noch mit der Plexiglasplatte hier passt. Da ist auch nichts mehr über. Zum Glück steht das an diesen Seiten über. Und hier werde ich das Ganze mal mit Heißkleber versuchen festzukleben. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. So, die Plexiglasscheibe habe ich jetzt eingeklebt mit Heißkleber und als nächstes werde ich den Rahmen da nochmal zu anpassen. Und zwar wird die Front nachher nur aufgesteckt und falls ich dann mal was ändern muss oder was reparieren muss, kann ich einfach nur die Blende nach vorne hinwegziehen. So, ich habe jetzt mir mal was zusammengetüdelt hier. Und ich finde, dieser LED-Streifen passt ganz gut dazu. Von der Helligkeit müssen wir gucken, die Ausleuchtung reicht. Soll ja nur das Logo werden, nichts Besonderes. Dann schauen wir mal. Ich habe mir über eBay eine LCD-Uhr bestellt zum selber Zusammenbauen. Das will ich jetzt mal zusammentüdeln. Ich habe hier so ein paar Bauteile. Wir haben Dioden, wir haben Transistoren, ein Temperaturfühler ist dabei. Dann ja, so ein paar Mikrochips und ganz viele Widerstände. Ja. Das bringen wir gleich mal auf die Platine auf. Als erstes werde ich wohl mal die Widerstände einlöten. Und wie man denn, ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Na komm, mach scharf. Hopp, würde, ey. Das gibt's doch alles gar nicht. Ja, also wir haben hier das schon alles beschriftet. Hier kommen die 10 Kilo Ohm hin und hier kommen die 330 Ohm hin und ja, so setze ich das Ganze jetzt mal zusammen. Jetzt kommen die 330er hier rein. Ja, als nächstes, was nehme ich da als nächstes? Ich nehme da mal so ein paar Transistoren. Genau, zur Abwechslung mal ein paar Transistoren. Die haben ja alle dieselbe Bezeichnung. Man kann da auch nicht viel verkehrt machen mit der flachen Seite, so wie hier aufgezeichnet ist. Einfach reinstecken. Man erkennt was. Ja, jetzt verbaue ich die Schalter. Da die aber so wieder rausfallen, lege ich das jetzt einfach mal auf den Tisch.
funktionieren sie auch noch, weil man muss auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. Da sind Schalter, Mikroschalter sowieso immer sehr empfindlich. Dann können wir den Sommer noch verbauen. Und auch hier kann man das immer so gut erkennen. Anode, Kathode. Das längere Beinchen jetzt in diesem Fall ist Plus. Und Plus auf Plus wird dann hier auch auf Platine gesteckt. Ich hoffe, man sieht jetzt. Ich habe es hier aber auch mit der Beleuchtung nicht. Ja, jetzt kommt der große Computerchip-Halter. Geht auch saugend und schmatzend da rein, auf Deutsch gesagt. Ich habe ja diese kleinen von Wolfkraft. Und damit fixiere ich jetzt einfach mal den Chip-Halter und löte mal die ersten Kontakte an. Der große Halter ist jetzt auch fest für den Chip. Als nächstes kommen die LCDs dran. Jetzt will ich das Ganze verlöten. Bin ja echt gespannt auf das Ergebnis, ob es wirklich funktioniert. Also mit einem dicken Lötkolben sollte man das nicht unbedingt versuchen. Das könnte womöglich nicht funktionieren. Ich habe jetzt die LCDs schon mal eingesetzt und werde jetzt das Ganze mal wieder schon verlöten. So, ich glaube, ich habe jetzt alles angelötet. Jo. So soll es aussehen irgendwie. Irgendwie, jetzt sehe ich mal Lust hier. Und so sieht es dann auch von der anderen Seite aus. Ich meine, ich habe ja schon in der Vergangenheit sehr viel gelötet, aber das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich eine Platine so löte. Jetzt ist die Frage, ob es wohl funktioniert, ob ich es hinbekommen habe. So, dann brauchen wir das mal zusammenstöpseln. Da gibt es immer auch so eine, ich weiß nicht, ob man es sieht, wie rum man den stecken soll. Hier ist so eine Ausbuchtung, hier auch. Und dann sollte das so ineinander gleich schnappen, wenn man es dann da reinbekommt. Ja, das sieht gut aus. Jedes Beinchen ist drin und schnappt auch gut ein. Eingeschnappt. Ja, wunderbar. Ja, jetzt kommt das lange Elend. Das ist so ein Computerchip, ist das. Den stopfen wir hier rein. Ja, das sieht alles da gut aus. Und hier auch. Ja, ich glaube, das sitzt. Ich werde das jetzt mal testen. Ich habe ja hier ein USB-Kabel mit Stromeingang, Ausgang. Ich schließe das jetzt einfach mal an. Und dann hoffe ich, dass es funktioniert. Funktionieren tut da schon mal was. Ich glaube, ich muss mir da mal die Folie auflegen, damit man es besser erkennen kann. Also ich kann es nämlich jetzt gerade recht schlecht erkennen. Die Uhr funktioniert. Ich habe sie fertig. Drei Bauteile übergeblieben, beziehungsweise vier. Die Schraube gehört auch dazu. Ja. So, ich habe jetzt alles soweit zusammengetüdelt. Die Abdeckung kann man immer noch abnehmen. Das Kabel habe ich jetzt nach hinten rauslaufen lassen. Sieht jetzt so aus. Da haben wir das Kabel für die Beleuchtung. Ja, meine LCD-Uhr, die muss ich jetzt doch irgendwie anders, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich muss mal schauen. So passt es leider nicht. Aber manchmal ist das auch so. Manchmal kommt alles anders, als man denkt. Ja, im Großen und Ganzen ist das jetzt soweit fertig. Ich ziehe jetzt noch die Folie ab. Ja,
Ja, und so sieht mein Logo jetzt beleuchtet aus. Mir gefällt das ganz gut. Es hat was. Ja. Aufkleber. Wenn ich jetzt den Aufkleber daneben lege, hat schon eine gewisse Ähnlichkeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen zu meinem Werkstatt-Logo. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen oder einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.